Hallo. Ja, ich war letzte Woche für ein paar Tage in der Heimat. Ich habe meine Mutter besucht und ich habe meine beiden guten alten Freundinnen Lilo und Lilly getroffen. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Die beiden sind Zwillingsschwestern. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abitur gemacht. Und Lilo hat eine 6-jährige Tochter, die letzte Woche eingeschult wurde. Und das war alles sehr aufregend für uns. Und es war total schön, die alle wiederzusehen. Und seit Samstag bin ich jetzt wieder in Berlin. Ich wollte noch ein paar Worte zu meinem letzten Video sagen. Es kam von einigen Leuten der Hinweis bzw. die Kritik, der Titel sei unpassend gewählt, denn vegan bedeutet laut Definition, dass man eben gar keine Ausnahmen machen darf. Und ja, dadurch sei das ein Widerspruch an sich. Und also ihr könnt gerne Vorschläge machen für alternative Videotitel. Es kam auch der Vorschlag pflanzenbasiert und da stimme ich zu. Also wie im Englischen das plant-based, das trifft wahrscheinlich am ehesten auf mich zu. Nur finde ich, dass pflanzenbasiert im deutschen Sprachraum jetzt nicht so gebräuchlich ist und bei vegan weiß man halt, worum es geht. Und deswegen habe ich diese Bezeichnung gewählt. Ich muss allerdings auch sagen, ich muss mich selber gar nicht als vegan bezeichnen. Mir geht es nicht darum, irgendeiner Definition zu entsprechen. Ich muss niemandem was beweisen. Ich weiß, was meine Überzeugung ist. Es ist Wahnsinn, was sich in dem Bereich in den letzten 10 Jahren getan hat. Aber ganz ehrlich, wir sind noch sehr weit davon entfernt, dass wir als Gesellschaft, als Weltbevölkerung, vegan leben. Und wollen wir da wirklich ein paar wenige perfekte Veganerinnen oder Veganer? Oder wollen wir viele Menschen, die für das Thema sensibilisiert sind und sich für Tiere einsetzen. Deswegen habe ich dieses Video gemacht, in dem ich ganz offen und ehrlich berichtet habe, wie meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema waren und ja, mit welchen Herausforderungen und Fehlschlägen ich in den letzten Jahren dabei konfrontiert wurde. Und ja, nur weil ich bisher ein paar wenige Ausnahmen gemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich nicht Tag für Tag aufs Neue daran arbeite, meine Überzeugung konsequenter zu leben. Also ich habe ein, zweimal am Set vegetarisch gegessen und dann achte ich in Zukunft darauf, dass ich besser vorbereitet bin und immer genügend eigenes Essen dabei habe. Und ich trage zwar noch gebrauchtes Leder, schaue mich aber trotzdem weiterhin nach veganen Alternativen um. Ich habe mir zum Beispiel gestern vegane Schuhe gekauft. Ich habe zwei Paar Schuhe neu besohlen lassen und zwei andere Paar haben jetzt ausgedient und die versuche ich gerade zu ersetzen. Und gestern habe ich zufällig schöne vegane Schuhe entdeckt und hoffe, dass die Qualität auch gut ist. Die Schuhe zeige ich euch dann, wenn ich irgendwann ein Video zu meiner Herbstgarderobe mache. Ich bezeichne mich selber auch gar nicht als Veganerin, aber vegan verwende ich im Alltag schon, weil ich einfach irgendwie ausdrücken muss, dass ich irgendwas ohne Tier haben möchte. Und deswegen habe ich das auch in diesem Titel verwendet. Wie gesagt, ich bin aber offen für Verbesserungsvorschläge, was den Videotitel angeht. Ja, ansonsten muss ich sagen, dass die Hitze mir gerade so ein bisschen zu schaffen macht. Also hier drin in der Altbauwohnung geht's, da bleibt es immer relativ kühl. Aber draußen finde ich es schon heftig und ich finde es nicht nur körperlich anstrengend, sondern es drückt auch so ein bisschen auf die Laune. Und dann habe ich Anfang der Woche noch meine Tage bekommen. Deswegen, ja, versuche ich gerade sehr sanft zu mir zu sein. Ich erledige das Nötigste und mache ansonsten nur Dinge, die mir Freude bereiten. Ich werde gleich auch noch schön rausgehen, ein bisschen spazieren gehen und ja, die letzten Sommertage genießen. Das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.